Und schon wieder zurück bei Tyranny. Wir sind im Lager des Scharlachroten Chors und werden gleich da unten die Gefangenen verhören. Bin mal gespannt. Kümmern wir uns erst um Varia, bevor wir den Weisen sprechen lassen. Achso, er war ja der pubertierende Jugendliche. Ach so, das da oben ist gar nicht Varia-Kill, das hier ist Varia-Kill. Bitte, so helft mir doch jemand. Ich möchte mich vor Nerads Stimmen verbeugen. Ich dachte, jedermann könnte Erlösung im Chor finden. Eine Frau in der Behelfsrüstung der Vendrienwache stürzt schmerzerfüllt nach vorne. Ihre beschmutzten, zitternden Beine lassen darauf schließen, dass man sie zu tagelangem Stehen gezwungen hatte. Die hier, er deutet lässig auf die Gefangene. Hat vorher gebrüllt, sie wüsste, wo sich das Lager der Vendrienwache befindet, aber ganz mit der Wahrheit rückt sie nicht heraus. Ich sagte diesem Ding! Die Gefangene wird einen Moment lang bleich, bis die Entschlossenheit in ihr Gesicht zurückkehrt. Ich will eine Garantie dafür, dass ich überlebe und als Hauptmann im Chor willkommen geheißen werde, als Bedingung für mein Reden. Ansonsten würden sie mich einfach töten, nachdem ich ausgesagt hätte. Ich war dumm genug, mich der Vendrienwache anzuschließen, aber ich bin nicht so dumm, meinen Faustpfand aufzugeben. Du behauptest, du würdest deine Leute für den Scharlachroten Chor verleugnen? Warum der Sinneswandel? Weil ich leben will und man nicht der Archont der Vorahnungen sein muss, um zu wissen, dass die jüngeren Königreiche für immer Geschichte sind. Sie blinzelt mehrmals, während sie wieder zu Atem kommt. Kairos ist die neue Stärke der Stufen und ich würde lieber seinen Archonten zur Seite stehen, als von ihnen zerschmettert zu werden. Nun aber die Frage ist, warum sollte ich den Worten einer Eidbrecherin vertrauen? Ich glaube, darauf kann ich nichts antworten. Varias Blick sinkt zu Boden, während sie nervös schluckt. Als ich mich der Vendrienwache anschloss, übernahm ich auch ihr gebrochenes Gelübde. Hast du noch nie Leidenschaft für eine törichte Sache verspürt, die du später bereut hast? Meine Kapitulation jedenfalls ist aufrichtig und ich bin gewillt, mich zum Beweis vor Nerads Stimmen zu verbeugen. Sag mir, was du weißt, dann kann ich mich um deine Freilassung kümmern. Ich hörte, dass der Chor nach Hauptmann Florian und seinen Leuten sucht. Ich kann dich zu ihnen führen, wenn du mich nur freilässt. Sie dreht ihren Kopf und sieht sich die aufgespießten, schwelenden Leichen um sie herum genau an. Dann zieht sie ohne Erfolg an ihren Fesseln. Du lügst. Warum sagst du mir nicht, was du wirklich weißt, und dann werde ich mich um deine Rettung kümmern? Also, ich... Weißt du... Erschüttert von deiner Forderung bewegen sich ihre Lippen einige Sekunden lang wortlos. Ich weiß nicht genau, wo der Rest meiner Leute ist, aber ich sah... Ich kann es dir sagen, meine ich... Sie schüttelt den Kopf und atmet schwer. Durchsuch den da! Sie hebt ihr rechtes Bein an und deutet mit ihrem Fuß auf eine Leiche auf dem nahegelegenen Leichenhaufen. Der dunkle große Kerl, dem fast das ganze Gesicht fehlt. Schau in seinem linken Stiefel nach. Er war derjenige von uns, der lesen konnte, also hatte er die Befehle einstecken. Als er mit seinen Fingern schnippt, reißen zwei Chormänner dem gefallenen Gardisten den Stiefel vom Fuß. Aus dem Stiefel gleitet ein aufgerolltes Stück Pergament heraus, das Fünftauge in die Hand gedrückt wird. Er rollt die Schriftrolle auf und liest sie durch. Blanker Unsinn, nur ein Wortsalat. Unter der Maske erschallt ein Lachen. Sie sagte, sie hätte Informationen, dabei gibt sie uns nur Müll. Erschlagt das Gör, weil sie unsere Zeit verschwendet hat. Er schnippt mit seinen Fingern in Richtung einer scharlachroten Wüterin in der Nähe, die sofort ein langes Messer aus ihrem Gürtel zieht. Fünftauge ist nicht der Klügste, oder? Ich würde das gerne unterbinden. Ich hörte sie sagen, dass sie Nerads Stimmen die Treue schwören würde. Ein Initiationsritus wäre angebracht. Da du der Experte im Bereich Schicksal bist, werde ich mir gern anhören, was du dazu zu sagen hast. Was würdest du vorschlagen, mit ihr zu verfahren? Oder wie würdest du vorschlagen, mit ihr zu verfahren?
Sie wirkt mir ziemlich naiv. Und offenbar hat sie sich erst später der Vendrin-Wache angeschlossen. Wenn ich das richtig herausgehört habe, dann war sie nicht bei den ursprünglichen Kämpfern. Das heißt, sie ist zum ersten Mal in der Schlacht. Was bedeuten würde, sie hat ihren Eid der Kapitulation nicht gebrochen. Sie hat ihn jetzt gerade erst geleistet. Schickt sie als unsere Agentin zurück. Wenn die Zeit gekommen ist, wird sie uns helfen, weil wir sonst ihre Familie aufspüren. Ich werde mir eine gute Ausrede für meine Flucht ausdenken müssen, aber ich werde sicherlich zurückkehren und jeglichen Verdacht vermeiden können. Danke, diesen Gnadenakt werde ich nicht vergessen. Das wird amüsant enden, denn die Wandirin-Wache wäre schlau anzunehmen, dass sie ihre Flucht nur unserer Laune zu verdanken hat. Ihr da! Fünftauge blafft zwei Gardisten an und ruft sie zu sich. Lasst unsere neueste Rekrutin frei. Sie hat Befehle, die Eidbrecher zu infiltrieren. Sorgt dafür, dass sie bis ans Flussufer eskortiert wird. Varia atmet tief ein und krümmt ihre Finger im Versuch, sie nach mehreren Tagen, die sie an einen Pfosten gebunden verbracht hat, wieder geschmeidiger zu machen. Ich werde zur Vendrin-Wache zurückkehren, meinen Teil gut spielen und auf weitere Anweisungen vom Chor warten. Mit einem Nicken folgt sie ihrer Eskorte aus dem Lager. Wir sind kein bisschen weiter damit, die Stellung der Eidbrecher zu finden, jedenfalls nicht mit diesem verworrenen Durcheinander. Sie versprach uns Antworten und gebracht hat sie uns nur dieses Geschwafel. Sorry to interrupt, but I highly doubt it's gibberish. More likely, it's one of the local scripts. Mhm. Die Stimme kommt von einem anderen Gefangenen, der neben Varia angebunden ist. Ein älterer Herr mit Schreibfedern, Tintenfläschchen und Pergamentrollen, wie sie Weise der Schule von Tinte und Feder bei sich tragen. Seine Wangen, Schläfen und Ohren sind mit Tinte beschmiert. Seine Kleidung scheint verkohlt und durch die Risse im Stoff kannst du entlang seiner Arme Brandnarben ausmachen. Obwohl er ausgemergelt und an einen Pfosten gebunden ist, lächelt er dich strahlend an. Wer bist du? I'm Sage Lantry, one of the hired quills that was coordinating missives between the Vendrian Guard captains. They aren't paying me anymore and aren't coming to my rescue. So I'll decipher that parchment for you. That's what smart prisoners do, right? Make themselves useful? Ja, durchaus. Wir können das aber, glaube ich, auch selbst lesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich möchte gerne wissen, wenn er es gelesen hat, dann können wir es lesen. Dann wissen wir, ob er die Wahrheit gesagt hat. Kannst du das lesen? Let me see. I can't... Aha. Du hältst dem gefesselten Weisen das Pergament vors Gesicht, worauf er das Sendschreiben blitzschnell überfliegt. Er liest die Worte ein zweites Mal und nickt still. I don't know exactly what it says, but... I'm half certain that's Sage Selwyn's handwriting. I'm sure I could decipher that in a few hours' time. Don't need my hands free, but I think better when not tied to a post. I know, I'm weird that way. Sehr eigen. Ein paar Stunden? Entweder du kannst das lesen oder nicht. Was bringt einem ein Weiser, wenn er nicht ordentlich lesen kann? Ich habe alles gehört, was ich hören musste. Ich finde, wir sollten mit dem hier ein bisschen Spaß haben. Kann doch nicht schaden, ihm noch ein paar Stunden zu geben. Du hast das Edikt verlesen, also muss ich dir nicht erklären, dass die Sonnenuhr gegen uns arbeitet. Dieser verwirrte alte Sack versucht nur, uns hinzuhalten. Ja, aber dieser verwirrte alte Sack würde auch sterben, wenn er das tut. Das sollte jedem hier bewusst sein. Nerats Stimmen wird sich sehr darüber ärgern, dass du eine Quelle für Feindinformationen verschwendet hast. Wie wahr? Dann werden wir ihn mal nicht verschwenden. Er wird uns fesselnde Unterhaltung bieten, während wir ihn dem Urteil unterziehen. Fatebinder, I beseech you, be my advocate for this trial. I'm no fool, I know the Chorus uses blood, not words, to settle these matters. But you are a servant of the Archon of Justice, are you not? Ja, das bin ich wohl.
Dieser Gefangene ist sofort freizulassen und in meinen Gewahrsam zu überstellen. Keine Chance, er ist unser Gefangener. Wenn du glaubst, dass du ihm die benötigten Informationen aus dem Schädel holen kannst, ohne den Archonten zu beunruhigen, dann ist das deine Sache. Aber du wirst hier nicht mit unserem Besitz herausspazieren. Was hast du zu mir gesagt? Nein? Der Chorkrieger stößt ein wimmerndes Quieken aus, als du ihn am Kinn seiner Maske packst und ihn zu dir heranziehst. Behandschuhte Hände pressen sich gegen dich, aber so sehr er sich auch bemüht gegen dein Ziehen, kommt er nicht an. Du gibst mir jetzt den Gefangenen, dann werde ich dich nicht vor den Augen deiner Anhänger beschämen und erniedrigen. Ja, ja. Er grunzt und stammelt, als er versucht, sich aus deinem Griff zu winden. Kaum hast du ihn losgelassen, schlurft er etwas herum, um seine Fassung wieder zu erlangen. Ihr zwei! Während er sich mit einer Hand abstaubt, winkt er mit der anderen zwei Rekruten zu sich herbei. Lass den Weisen frei, er ist jetzt das Problem des Schicksalsbinders. Der Weise wird vom Pfosten losgebunden, als er zu gehen versucht. Geben seine steifen Beine fast nach. Und seine Arme schlagen in ihrer neu gewonnenen Freiheit wild um sich. Während er sich den Schweiß und Schmutz von der Stirn wischt, nähert sich dir der Weise nervös lächelnd. Thank you. Oh, I thought I was going to wind up as another corpse in that pile. Now, hand me that parchment. The sooner I can find out what it says, the sooner I can get out of this place. Ja. Nun, ein Großteil des Pergaments war schon verwittert, aber ich konnte die wichtigsten Teile des Textes entziffern. Die Notiz erwähnt einen Treffpunkt westlich von Fangnessel. Also kann der alte Weise das Zeug doch lesen. Ich möchte, dass du vorausreist und versuchst, diesen Hauptmann Florian zu überzeugen, sich dem Chor zu ergeben. Wenn sie eine Chorbande sehen, werden sie sofort angreifen, aber wenn du dein Gesicht zeigst, werden sie vielleicht zu einer Unterredung bereit sein. Ich kenne das Gebiet und ich schlage vor, dass wir unverzüglich aufbrechen. Ich zeige dir den Weg. Ich will möglichst schnell, möglichst weit weg von dem Gestank dieses Lagers sein. Du bietest an, mit mir mitzukommen. Warum? Weil die Alternative was genau ist? Hier mit diesen analphabetischen Unmenschen zu leben? Mein altes Arbeitszimmer liegt unter einem Fluss aus Feuer. Und ich habe keine Familie, die mich vermissen würde. Außerdem würde ich lieber Aufzeichnungen über den Schicksalsbinder machen, der zweimal ein Edikt von Kairos verkündet hat. Ich wäre ein Narr, jemand anderen deine Geschichte aufschreiben zu lassen. Du willst Aufzeichnungen über mich machen? Aber natürlich! Selbst wenn die brennende Bibliothek niemals wieder aufgebaut werden wird, darf unsere Arbeit, die Tage und Ereignisse für die Chronik aufzuzeichnen, nicht aufhören. Und du bist ein nennenswerter Akteur in diesem Krieg. Ich kann mich an keinen lebenden Schicksalsbinder erinnern, der zweimal die Ehre der Verkündung bekommen hat. Früher als Vellum-Zitadelle bekannt, sie diente als Archiv und Heimat für die Weisen. Heute befindet sich hier ein vulkanischer Krater. Während der Eroberung der Stufen begannen die Lava-Ausbrüche, nachdem es Kairos Truppen nicht gelungen war, die Bibliothek im Namen des Oberherren einzunehmen. Oh, Kairos hat die Bibliothek komplett vernichtet. Schwöre mir die Treue, dann werde ich dir gestatten, diesen Ort mit mir zusammen zu verlassen. Wenn das der Preis ist, so werde ich ihn bezahlen. Ich, der weise Lantry von der Schule von Tinte und Feder, verpflichte meine Dienste und Fähigkeiten dem Schicksalsbinder und in Erweiterung dessen Tunons Gericht. Er führt eine tiefe Verbeugung aus und richtet sich mit einem feierlichen Lächeln wieder auf. Mir ist klar, dass ich alt und schwächlich aussehen mag, aber ich weiß, auf mich aufzupassen und mich nicht umbringen zu lassen. Ich werde dich wirklich nicht aufhalten. Geh voran und lass mich wissen, wann ich dir zu Diensten sein kann. Sind wir hier fertig? Lass uns zusehen, dass wir nach Fangnessel gelangen. Falls sich dein Schoßtier unterwegs nicht benimmt, wäre es nicht über meiner Würde, ihm die Ohren abzuschneiden. Na, sieh mal einer an. Wir haben noch jemanden bei uns. Lantry. Lantry ist ein Weiser und er trägt Robe des Gelehrten, Handschuhe des Gelehrten, Stiefel des Gelehrten. Und worin ist Lantry gut? Athletikwissen, Bögen, Einhandwaffen.
Ja, Magierstab im weitesten Sinne, ne? Aber ansonsten, Leben beherrschen 48, Lebenskraft beherrschen 27. Also ich glaube, er ist ein Magier, wenn ich das... Sehe ich das richtig? Er ist ein Magier, oder? Er ist ein Magier. Er ist ein Magier. Ja, Tatsache. Also ein gelehrter Magier. Federwurf. Lantry wirft eine gut gezielte Schreibfeder auf sein Ziel, wodurch dieses in seiner Handlung unterbrochen wird. Nun ja, warum nicht? Jetzt haben wir tatsächlich von jeder Ecke jemanden mit dabei und Lantry möchte auch noch mit uns reden. Jetzt haben wir tatsächlich von jeder Ecke jemanden mit dabei. Wir haben einen von... Oh, warte mal, hier. Lantry? Tatsache. Du hast ein neues Sigill entdeckt. In der Welt von Tyranny entsteht Magie durch die perfekte Ausführung von Sigillen, die mit Energie getränkt werden. Öffne mit P die Zauberoberfläche, um einen neuen Zauber mit dem Sigill zu erstellen, das du gerade gelernt hast. Kerne? Sigill der Illusion. Ausdrücke? Sigill der konzentrierten Absicht. Geisterhafte Trübe. Aha. Oh Gott. Das heißt, wir können hier selber unsere... Oh je. Wir können hier selber unsere Zauber zusammenstellen. Ziel Verbündete plus 30% Abwehr für leichte Treffer. Erholung, Reichweite. Akzente, Ausdrücke, Kerne. Und man kann die in tonnenweise verschiedenen Kategorien... Ah, er kann auch. Es gibt in dem Sinne keine Magier. Oh, wie praktisch. Wissensskill 31, 43. Geht bei ihm gerade noch so, ne? Bei Lorcan, unserem Schicksalsbinder. Na gut. So, wir können jetzt mit Lantry reden und wahrscheinlich sehr viel aus Lantry herausholen. Aber ich bin ehrlich, da gibt's noch... Moment, hier wird mir doch... Hier auf der Karte wird mir angezeigt, dass hier noch was zu holen ist. Ja, aber nur mit List, alles klar. Ich bin ehrlich, ich würde gerne erstmal ein bisschen jetzt der Story folgen. Und bei Zeiten dann nochmal mit Lantry reden. Wir müssen ja auch noch ein bisschen... Bronzehammer. Faustbandagen eines Bluthunds. Wir müssen ja auch nochmal mit Barik und mit Lyra sprechen, denn mit beiden haben wir noch nicht alle Gesprächsoptionen abschließend ausgeführt. Aber ich denke, da werden wir noch Zeit haben, bevor das Edikt ausgelaufen ist. So, da ist die Weitabsiedlung. Und hier ist die Wildnis von Fangnessel. Was ist denn die Weitabsiedlung? Das Dorf liegt fernab der großen Siedlungen im Tal und hat sich bisher nicht am Konflikt beteiligt. Es könnte die Möglichkeit bestehen, einige der Einwohner in die Reihen des Scharlachroten Chors zu rekrutieren. Ja, will ich das wirklich? Ich glaube nicht. Ich möchte, glaube ich, niemanden in die Reihen des Scharlachroten Chors rekrutieren. Die sollen ruhig da oben leben. Fangnessel erhielt seinen Namen von dem dichten Brennnesselgestrüpp, das in der Gegend vorherrscht. Obwohl die Siedler aggressiv gegen die Pflanze vorgingen, blieb der Name bestehen. Fangnessel ist nur einer von mehreren ausgedehnten Wäldern im Tal, die sich perfekt dafür eignen, Rebellenbewegungen und Operationen zu verschleiern. Du hast festgestellt, dass die Vendrienwache in dieser Gegend tätig war. Was sie zu einem guten Ziel für eine Sicherungsaktion macht. 7 Stunden bis hierhin. Oder 2 Stunden in die Weitabsiedlung. Komm, wir gehen in die Weitabsiedlung. Lieber gehen wir dahin, als dass der Scharlachrote Chor sich da noch breit macht. Dann lösen wir das lieber. Ist die Frage, ob sie überhaupt mit uns reden wollen. Erstmal klaue ich ihnen ihren Fisch. So. Huch. Als du ins Zentrum des Dorfes gehst, hast du das Gefühl, als würdest du aus allen Richtungen beobachtet werden. Entfernte Schritte hallen von den Mauern des kleinen und vermeintlich verlassenen Dorfes wieder. Ihr müsst euch nicht verstecken, ich bin nicht zum Kämpfen hier, ich suche nur das Gespräch. Die Holzbalken des Hausdaches im Norden knarzen unter jemandes Gewicht. Hinter dir raschelt ein Baum.
Ich bin gekommen, um euch die Erlösung im scharlachroten Chor anzubieten. Ich werde mein Bestes tun, um euch alle zu retten. Bei diesem Unterfangen könnt ihr mir gerne auch helfen. Eine Stimme brüllt vom Hausdach: Geh nach Hause zu deinem Oberherren! Begleitet von einem Kichern. Tut mir leid, Freundchen, aber lebend kommst du hier nicht mehr weg. Wir werden deinen Kopf in den Norden schicken. Deine Leute sollen sehen, was mit denen passiert, die in unseren Landen einfallen. To battle! Gut, ich wollte das eigentlich friedlich lösen. Offensichtlich ist da kein Interesse aktuell. Will do. I got it. Warum läuft er denn jetzt hier weg? Bleib doch hier oben. Kümmere dich doch um den Bogenschützen. Harsh words would cause more harm than this useless weapon. Oh, der ist explodiert. Ja, da ist der Chor. Eine scharlachrote Wüterin, die mit der Bronzespitze ihrer Klinge spielt, kommt süffisant grinsend herbei. Sie wird von mehreren Soldaten flankiert. Gar nicht schlecht. Ich hätte zwar mit der Hälfte der Schwertschläge denselben Leichenhaufen aufgeschichtet, aber... Ach, wo sind meine Manieren? Man sollte keine hilfreiche Hand kritisieren, die einem so großzügig gereicht wird. Sie breitet ihre Arme weit aus in einer übertriebenen, spöttischen Verbeugung. Du hast meinen größten und aufrichtigsten Dank dafür, dass du diese Vendrien-Pissameisen für mich ausgenommen hast. Wie kannst du so verdammt zufrieden sein? Diese Leute hier sind tot. Das sind mehrere Rekruten, die sich dem Chor nicht anschließen werden. Wir haben schon, was wir brauchten. Die Willigen. Sie deutet auf mehrere der bewaffneten Kämpfer an ihrer Seite. Wir hatten gehofft, ein neues Gesicht könnte den Rest vom Beitritt überzeugen, aber... Na, leider nein. Man kann sie ja nicht alle kriegen, was? Also hast du mich unter falschem Vorwand in Gefahr gebracht. Dafür könnte ich dich einen Kopf kürzer machen lassen. Spar dir dein Getöse und geh damit zum Totenglocke, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie dich hierzu angestiftet hat. Sie lässt ihre Klinge zurückweisend in deine Richtung schnellen und macht gleichzeitig eine obszön wirkende Geste. Oh ja, wir werden zurückgehen und mit ihm sprechen. Die hatten schon rekrutiert hier. Und haben mich herkommen lassen in der Hoffnung, dass der Rest vielleicht auch noch mitkommt, aber... You got it. Okay. Alles klar. Yes. Da werden wir nochmal ein Wort drüber sprechen müssen. Hier oben war, glaube ich, noch irgendwas. Oder? Jawohl, hier ist noch ein Fass. Ein Fässle. Diese Grafiken kommen mir so bekannt vor aus Pillars of Eternity. So, und hier liegt noch was. Und zwar ein Bronzefalks der Ehrenwache. Nee, nicht das Lager der Geschmähten. Begegnungen in Vendrins Brunnen. Als du auf einer der breiten, unbefestigten Straßen unterwegs bist, die sich durch die Wälder des alten Apex winden, bist du umgeben von hohen Bergen. Der einzige Orientierungspunkt ist der Turm des Berges, der aus der Mitte des zerstörten Reiches in den Himmel aufragt. Plötzlich siehst du im Wald Bronze aufblitzen und glaubst, die Bewegungen mehrerer Personen zu erkennen. Du weißt, dass so viel Bronze auf eine Gruppe von Eidbrechern hindeutet. Sie müssen sich unmittelbar hinter der nächsten Wegbiegung befinden. Wir werden offen nachsehen, was dort vor sich geht. Du entscheidest, auf der Straße weiterzugehen. Schließlich bist du ein Schicksalsbinder Thunons und sein Vertreter des Oberherren. Du entehrst dein Amt nicht, indem du durch den Wald schleichst.
Als du um die Kurve biegst, siehst du nicht nur eine Kriegerpatrouille vor dir, sondern zwei. Die erste Gruppe ist durch die Wappen von Apex und schwere bronzene Schuppenpanzer als Mitglieder der Vendrien-Wache zu erkennen, die anderen Krieger dagegen tragen Bänder aus Bronze über schwerem, gegerbtem Leder. Auf ihrem Waffenrock tragen sie ein Sigill in Geisterform. Du hast gehört, dass eine Gruppe brutaler Söldner aus Hafen ein solches Wappen trägt. Reden wir. Ich bin neugierig. Du räusperst dich und trittst vor, um mit den Soldaten zu sprechen. Die Eidbrecher und Söldner wenden sich dir wie ein Mann zu. Sie stehen mit angespannten Muskeln da und bewegen ihre Hände wie in Zeitlupe zu ihren Waffen. Der Anführerin der Eidbrecher, Entschuldigung, fällt die Kinnlade herunter, als sie dich erkennt. Der Schicksalsbinder. Sie zieht ihre Waffe aus der Scheide und hält sie in die Luft. Stufenvollkämpfer, das hier ist der Tyrann, der unser Land nehmen will, der die Zitadelle beanspruchen will, der uns alle zum Tod verdammen will. Sie senkt die Klinge, sodass ihre Spitze auf dich zeigt. Ich kenne niemanden, der den Tod mehr verdient hat als dieser hier. Ich fürchte, ihr missversteht die Situation. Es ist völlig irrelevant, ob ich hier sterbe oder nicht. Wenn euer Reich nicht fällt, werden alle sterben. Alle. Nur mit wenigen Verbrechen könne man die Feindschaft des Gerichts der Schicksalsbinder auf sich ziehen, gibst du bekannt, und der Tod eines der Ihren gehört dazu. Die an solchen Verbrechen Beteiligten können davon ausgehen, bis zu den Küsten der Stufen und darüber hinaus gejagt zu werden. Einer der Söldner lacht. Wer denn Anklage gegen ihn erheben würde, wenn keiner der Augenzeugen des Verbrechens noch lebt, möchte er wissen. Sowohl Eidbrecher als auch Söldner ziehen ihre Waffen und kommen dir mit hungrigen Augen näher. Ja, das hat ja super funktioniert. Komm her und beende es, Schoßhündchen. Wo ist denn Lyra? Heads up, we have company. Aua. Landry hat's schon ganz schön erwischt. Das ist nicht so gut. Kombo-Fähigkeit, Lorcan und Landry. Landry hält den Schicksalsbinder schnell durch einen Schub heilender Energie. Der Energieschub ist so belebend, dass der Schicksalsbinder auch für lange Zeit schneller agieren kann. Das ist schick. Ich würde aber gerne erstmal den Rundumschlag hier machen. Da. Und zwar in diese Richtung. Ja, Landry hat es leider erwischt. Aber die anderen sind dafür umso stärker dran. Hat sie nicht auch? Sie hatte doch auch. Stimme dich mit Lyra ab, um dein Ziel niederzuwerfen, gefolgt von einem starken Angriff, der es blutend zurücklässt. Alright, let's go! Are you afraid of death? Wir haben keine. Nee, hier. Wir haben doch bestimmt ein paar Heiltränke oder sowas. Trank der Elementarbarriere. Unsichtbarkeitstrank. Einfacher Heiltrank. Diese Pfeile, die da abschießen, das ist schon ziemlich übel. Achso, er hat schon im Schnellfahr. Ja, hat er schon im. Aber wo ist denn sein Schnellinventar? Ah, hier. Diese Söldner sind ziemlich übel. I'm injured. Ja, ja. Jetzt hängt Lyra auch noch fest. Toll. Falsch. Verdammt. Ich habe den Trank mit Lyra genommen. Was? Weil er schon tot ist? Oh ja. Was? Er ist auch schon tot. Ja, das läuft ja richtig gut hier. Wieso hat sie denn jetzt einen Bogen in der Hand gehabt? Achso, das war das brennende Eisen hier. Ja.
Ob sie das noch schafft, bin ich mir nicht sicher. Das sieht nicht so gut aus. Okay, merke, gegen sowohl die Hafensöldner als auch die Vendrin-Wache kämpfen, keine gute Idee. Und ich muss mich ganz dringend viel intensiver mit allen Fähigkeiten, die die haben, auseinandersetzen. Ist er langsam mal tot? Jawohl. Schaffen wir es vielleicht doch noch. Bögen plus 1. Das heißt, wenn die Fähigkeiten benutzen, dann steigen sie in den Fähigkeiten auch auf. Huch, wir haben es tatsächlich noch geschafft. Ja, Mensch. Da bin ich ja froh. Lyra hat den Tag gerettet. Leichter Bronzenhelm der Vendrin-Wache. Ruinierte Rüstung. Lyra hat den Tag gerettet. Will do. Na gut, was haben wir denn noch zum Plündern hier? Ja, muss mir ganz, ganz dringend mal ganz in Ruhe die gesamten Fähigkeiten durchlesen, weil es doch notwendig sein wird in der einen oder anderen Situation. Es gibt diese wundervollen Combo-Fähigkeiten, mit denen wir dann tatsächlich auch zusammenarbeiten können mit unseren Gruppenmitgliedern, was dann immer verschiedene Effekte hervorruft. Und ich glaube, die können auch untereinander noch miteinander zusammenarbeiten. Könnte auch noch sehr interessant werden. Gut, was anderes gibt's hier? Nischt. Dann jetzt aber hier runter zum Lager des Chors. So, nächste Folge werden wir dann mal mit demjenigen sprechen, der uns hier angeheuert hat, um da, mit Totenglocke, genau. Totenglocke wird uns da noch ein bisschen was erklären müssen, warum, wieso, weshalb. Da bin ich mal gespannt auf die Erklärung. Jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss.